Ja, servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen zurück zur Airline Tycoon Deluxe hier bei uns mit unserem Falconline-Kollega. Ja, wir sind an Tag 3, es ist Sonntag, 9:30 Uhr in der Früh. Und ja, wo steht denn unser Kollege eigentlich? Hallo? Wo ist er denn? Der müsste doch eigentlich vor seinem Büro stehen. Ich sehe ihn nicht, er ist unsichtbar. Wo ist er denn? Er war noch in unserem Büro. Was hat er denn da unten gemacht? Mein Gott. Spiel verwirrt mich. Sowas, also Falconlines. Hier im Büro, ne? Unsere zwei Flieger sind unterwegs. Da unten ist einer. Potsdam, genau. Und der andere steht hier oben. Ne, die Bitterfeld, ne? Ach, die Bitterfeld steht ja in Brüssel, genau. Die steht aktuell in Brüssel, hat nichts zu tun. Und die Potsdam ist unterwegs nach Riad, genau. Und der Rückflug bringt uns 2,4 Millionen. Das ist ja gar nicht schlecht. So, wir rufen mal bei den Niederlassungen unserer Konkurrenz an. In Amsterdam zum Beispiel oder Manila. Ich würde sagen, wir rufen mal Travel, Amsterdam. Guten Tag. Wir rufen in Amsterdam an, genau. Ja, wie ist das Wetter? Interessiert mich gar nicht, sondern mich interessieren natürlich hier die Auftragsflüge. Ich würde gerne wissen, was es bei Ihnen für Auftragsflüge gibt. So, schauen wir doch mal. Amsterdam Delhi, Amsterdam Stockholm, Amsterdam. Wir sind in Brüssel. Das Jossapolotte ist ja gar nicht schlecht für Dienstag, aber wir brauchen ja eigentlich jetzt ne, einen Mittwoch, Frankfurt, Amsterdam, Brüssel, Amsterdam. Aber erst am Dienstag, das ist ja ärgerlich. Wir wären bereits in Brüssel, deswegen, das wäre schon interessant gewesen. Boah, ist das euer Ernst? 1 Million, Montag. Aber okay, das ist Fracht. Oh, da muss ich aufpassen, das ist Fracht. Das hier ist Personentransport, das hier unten ist Fracht. Uiuiui, Haubi, da musst du aufpassen. Sapperlot, 60 Tonnen am Montag. 5.800, so eine Reichweite habe ich gar nicht. Kann ich gar nicht annehmen, ne? Nee. Uiuiui, okay. Also immer Augen auf, bevor man irgendeinen Blödsinn macht. Stockholm, Amsterdam, Dienstag bis Mittwoch. Bis Donnerstag, Amsterdam, Athen. Kann ich nee. Nee, lohnt sich nicht. Raus hier, ab zum Reisebüro. Also das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Okay, schauen wir mal. Montag, Dienstag, Mittwoch. Super. Das ist doch wieder am Mittwoch. Okay, ich meine, zwei Personen für 128.000. Das kann man mal mitnehmen. Nehmen wir mal mit. Mittwoch bis Donnerstag. Berlin, Amsterdam, Montag. 180. Kann man auch mal mitnehmen. So, schauen wir mal, was kommt hier. Berlin, Lanzarote, Dienstag. Nein. Stockholm, Montag. Das sieht auch recht lecker aus. Nehmen wir auch mit. Und was kommt noch nach? London, Berlin bis Samstag. Ne, das sieht nicht gut aus. Okay, dann zurück ins Büro, bitte. Und dann können wir den ganzen Blödsinn gleich mal einplanen. So, du stehst in Brüssel, dann würde ich sagen, das ist Montag, das ist Mittwoch. Dann stellen wir das hier gleich mal ein, so. Ja, dann wird hier gutes Geld verdient. Hier fliegt er zurück von Brüssel nach Stockholm, okay. Und den hier müssen wir mit der Potsdam fliegen. Berlin, Amsterdam. Ist aber kein Problem, weil hier fliegt er ja schon zurück nach Berlin, ne? Und schaut doch mal hier, wir haben die Kohle schon gekriegt, interessant. Also offenbar wird die Kohle ausbezahlt, sobald der Flug angetreten wird. Ist ja lustig. Egal, ob hier eine Panne auftritt oder sonst irgendwas oder ein Absturz, wir kriegen die Kohle auf jeden Fall. 2,4 Millionen. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Frachtaufträge, Routen haben wir nicht. Okay. Das war doch nicht schlecht. So, gucken wir mal kurz. Genau, da gab es die Kohle. 2,4 Millionen Cash. So, hier sieht man doch auch irgendwo den Vergleich. Hier, genau. Naja, hier 3 Millionen durch Aufträge. Ui, der Rode hat auch ordentlich schon was rausgedübelt. Phoenix Travel. Wir zahlen am meisten Gehälter. Wir haben das geringste Kerosin. Na, von den Kerosinkosten her, klar, wir fliegen auch am wenigsten. Das ist ja lustig, wir zahlen mit am wenigsten Wartung. Sonstiges, da haben wir schon ordentlich was auf dem Careholz. Okay, das kann natürlich auch unser Handy sein für 300.000, ne, was wir gekauft haben.
Aktien, wie sieht's da aus? 93 Euro ist unsere Aktie wert. Naja, ist nicht prickelnd, ne? Nee, ist nicht so prickelnd. Der Rode hat schon 2 Niederlassungen. Wow. Achso, klar, das ist Amsterdam und Manila oder was das war, ne? Da könnten wir eigentlich auch mal schnell schauen nach einer... Beziehungsweise zuerst machen wir mal Werbung. Okay, Werbung ist am Sonntag nicht möglich, schade. Dann gehen wir doch mal zu einem Flughafenchef. Schauen wir uns das einmal an. Bei dem kann man nämlich die... Was ist denn das jetzt? Ich will nicht routen, Entschuldigung, ich will zum Flughafenchef. Da ist schon jemand, ja, aber jetzt nicht mehr. So, servus. Ja, was gibt es? Was, eine Erweiterung? Ne, Erweiterung will ich nicht. Sorry, war nichts, falsch hier. War ein Irrtum. So, da müssen wir mal gucken. Was ist das hier? Eine Pizza. Okay, Pizza 2000, sehr gut. Helsinki. Niederlassung Helsinki. Von 5000. Da biete ich mal mit, genau. Ist das ein Wochenpreis eigentlich? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Oh. Ach, die Postkarte kann ich mitnehmen. Okay, das habe ich noch gar nicht. Ah, hier gibt es auch eine Fliege. Schau an. Fühle ich mich gleich an meinen Bunker erinnert. An meinen Atombunker. 60 Seconds. Okay, was mache ich mit der Postkarte? Ist ja lustig. Magst du die Postkarte? Was soll ich damit? Keine Ahnung. Irgendwas Schönes machen. Kann ich jetzt sonst noch irgendwas machen? Nö, kann ich nicht. Ich kann ja bloß rausgehen. Cool, also wir haben jetzt noch eine Postkarte. Das freut uns. Wir schauen mal in den Duty-Free-Laden. Laufen mal ein bisschen schneller, Kollege. Servus. Da kam ein Kommentar von wegen irgendwie das Hufeisen. Kann ich mir holen, wenn ich den BH von der guten Dame finde. Okay. Notebooks gibt's nicht. Ja, dann einen BH. Oh Gott, wo soll ich den herkriegen? Aus der Bank. B wie BH, B wie Bank. Genau. Schauen wir hier mal. Okay, es liegt kein Geld mehr im Mülleimer. Schade. Leiste mir dein BH? Wahrscheinlich nicht, gell? Nee. Unser Aktienkurs fällt. Aber bei jedem geht der Kurs runter. Ich verstehe nicht, warum. Wir haben jetzt ja ordentlich Geld gemacht. Wobei, ich sollte eigentlich jetzt kaufen. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte Aktien kaufen. Von welcher Firma möchten Sie Aktien erwerben? Von mir selber natürlich, von Falcon Lines. Und zwar alles. So, für 186.000. Gerne. Von welcher Firma möchten Sie sonst noch Aktien erwerben? Von keiner, nix, doch danke. Nicht. Servus. Ciao. So, ach schau an, jetzt ist der Kurs hier nach oben gegangen. Auf 115, Alter, ist ja krass. Okay, also wir haben jetzt günstig Aktien gekauft und der Kurs ist gleich nach oben, ne? Angebot und Nachfrage und so, aber gut. Weil ich meine jetzt hier, ne, wir haben ja ordentlich Geld verdient und ich glaube, das war noch nicht im Aktienkurs berücksichtigt. Ja, deswegen haben wir jetzt günstig nochmal was aufgekauft. Okay, wo kriege ich jetzt den BH her? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Achso, die Zeitschriften, da steht hier. Palast, Meldung dementiert. Mhm. Kartellamt überprüft nun noch genauer. Das freut uns natürlich. Und was haben wir hier noch? Taschendieb schlägt wieder zu, oje. Also es hilft uns nicht wirklich weiter und der pennt nach wie vor. Kriege ich jetzt meinen Schnupftabak? Die darf ich leider nicht mehr verkaufen. Der Flughafen leider hat die verboten. Ne, schade. Okay, kriege ich leider immer noch nicht. Na schön. Ja, dann gehen wir mal aufs Klo. Einfach so zwischendurch, ne? Muss man auch mal machen. Auf die Toilette gehen. So, und dann quatschen wir mal mit Ricky. Servus. Hallo Rick. Was gibt's Neues? Nichts. Heute ist irgendwie tote Hose. Ja, super. Das hat jetzt sehr geholfen. Und was weißt du so? Und ich sage dir, ich war genau richtig. Der andere ist vom Kurs abgekommen. Ja, ja. Ja, es freut uns. Magst du eine Postkarte? Nettes Bild. Sammelst du Postkarten? Mag er nicht. Okay, magst du die Handschuhe? Lederhandschuhe. Hast du vor, irgendwo einzubrechen? Oder willst du die als Schutz verwenden? Na dann. Achso, Moment. Da kam ja von euch auch ein Kommentar. Versuch mal dem Mechaniker die Handschuhe anzudrehen. So, dann wollen wir das gleich mal probieren. Da, wo bleibt er? Da kommt er. Servus, schau mal hier.
Nee, lassen Sie mal. Danke. Okay, die willst du nicht, ne? Na schön. Ja klar, hier schon mal der Bunsenbrenner hier nebst der entflammbare Flüssigkeit. Oh, das ist aber dick. Und hier, ne. Oh. Bitte lassen Sie meine Sachen, wo sie sind. Ah ja. Eine lustige kleine Ölkanne. Magst du die Postkarte? Nee, lassen Sie mal. Danke. Okay, das ist ja sehr ärgerlich. Na schön. Was ist das hier? Achso, Flugzeugmakler. Da haben wir, glaube ich, noch zu wenig Geld, um ein neues Flugzeug zu kaufen. Dann schauen wir nochmal zum Reisebüro, hätte ich gesagt. Was könnte ich mit den Handschuhen machen? Bis Samstag, Berlin, Kairo. Nö. Also Aufträge momentan nichts gut. Wie sieht es mit Last Minute aus? Oh, Last Minute geht. Okay. Last Minute hat schon wieder offen. So, servus. Hallo? Jetzt macht er zu. Ich bin da, jetzt macht er zu. Ist das euer Ernst? Doch, come on. Das ist doch... Oh. Das ist ja ärgerlich. Na schön, dann. Gehen wir mal ins Personalbüro. Schauen wir nochmal, was wir da für Luschen am Start haben, ne? Servus. Magst du die Handschuhe? Danke, aber das brauche ich nicht. Okay. Na toll. Was? Die Tabletten brauche ich noch. Das ist ja gemein. Aber ansonsten... Oh, die sammelt Postkarten. Magst du die Postkarte? Oh, danke. Die ist aber schön. Na, schau an. Also die Postkarte wollte sie. Okay. Kann ich jetzt? Natürlich. Bitte bedienen Sie sich. Ah, jetzt auf einmal geht's. Jetzt kann ich die Tabletten nehmen. Wofür auch immer ich die brauche, aber gut. Gut zu wissen. Na schön, das war jetzt auffällig mit den Postkarten. Herr Hagedorn? Hallo, Chef. Was kann ich für Sie tun? Ja, zeig mir mal meine ganzen Piloten, bitte. Zeigen Sie mir den Ordner mit meinen Piloten. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Also, wir haben talentiert, sehr talentiert. So, ich brauche die Pilotenbewerber, bitte. Sehr talentiert, zu teuer. Mäßig, nein. Sehr talentiert, zu teuer. Recht talentiert, nein. Sehr talentiert. Okay, also nur Nulpen. Wie sieht es mit der Flugbegleitung aus? Sehr talentiert, okay. Für 5,2. Oh, hochbegabt für 5,6. Nehme ich. Das war ein guter Deal, glaube ich. So, halt, Mist, jetzt bin ich zu früh raus. Nochmal rein, jetzt schmeiße ich hier nochmal eine Flugbegleitung raus, ne? Die mit dem schlechtesten Wert. Hochbegabt, talentiert für 7. Du fliegst raus, servus. So, jetzt haben wir genau die ideale Besetzung. Und dann schauen wir uns die Berater noch schnell an. Ich weiß, ich klicke das immer schnell durch, aber das sind immer die gleichen Dialoge, deswegen. Flugzeuganalyst. 12.000, what? Mein Gott, das ist ja noch teurer. Genie kann alles, okay? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, definitiv nicht. Eine halbe Stunde bis Feierabend, mein Gott. Ja, dann. Ja, dann machen wir Schluss für heute, so. Genau, beenden wir den Tag, das Desaster. Also, wir sind fast auf dem letzten Platz inzwischen, was die Menge an transportierten Passagieren angeht. Aber ich glaube, wir haben bis jetzt am meisten Gewinn gemacht. Ne, wir hatten ja auch einen super VIP-Auftrag. Und unser Personal, 92%. Da sind wir wohl deutlich besser als die Konkurrenz unterwegs. Schönen guten Morgen. Fangen wir mit der Besprechung an. Beginnen wir mit Sunshine Airways. Ihr Ruf ist normal, aber normal ist nicht genug. Er sollte besser werden. Der Zustand Ihrer Flugzeuge ist vorbildlich. Machen Sie weiter so. Ihr Flugpersonal ist Durchschnitt. Und weiter mit Falcon Lines. Ihre Fluglinie ist an sich in Ordnung. Aber ich sehe noch einigen Raum für Verbesserungen. Der Zustand Ihrer Flugzeuge ist vorbildlich. Machen Sie weiter so. Mit der Kompetenz Ihrer Angestellten bin ich sehr zufrieden. Als nächstes zu Phoenix Travel. Umfragen ergaben, dass Ihre Fluglinie weder besonders bevorzugt noch abgelehnt wird.
Ihre Flugzeuge sind in einem sehr guten Zustand. So sehe ich das gerne. Ihr Flugpersonal ist Durchschnitt. Und zuletzt Honey Airlines. Ihr Ruf ist normal, aber normal ist nicht genug. Er sollte besser werden. Ihre Flugzeuge sind in einem sehr guten Zustand. So sehe ich das gerne. Ihr Flugpersonal ist Durchschnitt. Dann wär's das. Ich danke für Ihre Zeit. Jo, danke auch. Wunderbar. So, und dann würde ich sagen, dann machen wir für heute Schluss mit der Folge. Ne, beim nächsten Mal geht's hier an dieser Stelle weiter. Ich bedanke mich wie immer fürs Dabeisein. Ja, und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder am Start, wenn es hier weitergeht bei Airline Tycoon. So, was ist jetzt los? Hallo? Oh. Okay, er rennt aufs Klo. Interessant. Der Honey Airlines Flug aus Kiew ist soeben gelandet. Was geht denn jetzt ab? Was macht er denn jetzt? Wieso rennt er ständig aufs Klo? Bist du doof? Hast du dir irgendwas eingefangen vielleicht, oder? Der ist ja witzig. Hallo, ich wollte gerade aufhören. Jetzt komm mal mit dir wieder ins Büro, bitte. Unglaublich. Jetzt rennt er schon wieder. Das darf ja nicht wahr sein. Hast du jetzt die Seuche, oder? Kann ich die Tabletten nehmen? Vielleicht? Hilft es? Musst jetzt nicht mehr. Du gehst jetzt ins Büro, mein Freund. Dann war es ja gerade gut, dass wir die Tabletten von unserer Frau Selig, oder wie sie heißt, geholt haben. Ach, wie auch immer. Also, Leute, Schluss für heute. Ich sag nochmal danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.